Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Black Prophecy. Timon hat sich gerade abreagiert mit einem Portal 2 Let's Play. Yay. Und ist deshalb immer noch nicht da. So, ich habe aber keine Lust auf ihn zu warten, da ich das schon, keine Ahnung, viel zu lange mache. Darum machen wir einfach mal direkt weiter und kontaktieren jetzt irgendjemanden. Nehmen wir Professor Davaluria, den haben wir noch gar nicht kontaktiert. Er freut sich anscheinend, dass wir da sind. Okay, Quest. Level 5 Antrieb und auch so ein Kacknub Antrieb. Yay. Ach ja, und hier auf dem TS sind auch noch Kai und Mario. Also ich bin nicht ganz allein. Tag. So, So, neue Mission, Sentinel. Ach, was war das für eine Mission? Das war eine schwierige, glaube ich. Lohnung, Triebwerke, Stufe. Welche Stufe waren die Triebwerke? Triebwerk, was ich jetzt bekomme, Stufe 6. Ey, drin stand, dass ich 300 und ein paar zerquetschte Erfahrungen bekomme. Jetzt bekomme ich als Belohnung 900 Erfahrung. Krass, Mann. Ach, Sag Level 7. Die Mission. Oh. Das kann ja dauern. Ich bin jetzt hier im Nimbus mit dem Transporter. Und jetzt versuchen wir hier einen Alien zu fangen. Ja, Kai hat schon die Story durch. Er ist jetzt bei den Genien. Ich werde ihm demnächst folgen. Oh, falsch Taste. So, fliegen wir zu Asteroid 1. Ich meine, wer ASD nicht findet. Eigentlich gibt es für Scannen einen Hotkey. Und zwar F. Wie nah man ran muss, Alter, 150. Ist ja schon fast Flamewerfer-Reichweite. I guess that one's a dud. The next candidate is very close. By the way, the artifacts have to free themselves from the ice before they are fully ready for combat. Oh, Plasma-Flammenwerfer, Stufe 7. Das brauche ich jetzt auch noch, ne? So nach 6 Stück. Ja, ich hab da schon einen auf Stufe 10. Braucht man jetzt noch einen 7. Plasma-Flammenwerfer? Ist ja nicht schlecht. So, fliegen wir zum nächsten Asteroid. Kai bekommt bloß Plasma-Flammenwerfer bei Belohnungen. Dabei mag er die Dinger nicht mehr wirklich. Nee, die sind über. So. Scannen wir den nächsten Asteroid und... Nothing here either. Wieder eine Niete. It's possible the artifacts might react to scanning or shocks of their outer casing by automatically going into defense mode. We also can't exclude the possibility that neighboring drones will also be activated. Their builders may also have programmed them to self-destruct in the event that they were removed. Naja, klingt ja super. Was unser Professor Davaluria gerade sagt. Asteroid 3, da hinten ist der. Fliegen wir mal hin. Das haben wir. That's what we're looking for. Be careful. Ja, wie mache ich das? Aktivieren. Okay, dann passt das ja. Oh, puh. Früher war da eine Zwischensequenz. Ey, fick dich. Ey, Alter, ich one-hit euch alle. Tot.
Sehr wahrscheinlich, dass du das schaffst. Ja, ich one-hitte diese Aliens hier immer. Tot. So Lordakia-like, ey. Ist hier noch irgendwo eine? Da. Die haben auch bloß 170 Hitpoints. Ja, wie viel machst du mit einer Kanone? 1000? 1500? 300. Oder 600, keine Ahnung. Ich schau mal. Schiff. Ich mach mit einer Kanone 656. Und das viermal in der Sekunde. Also von daher, diese Aliens sind Pillepalle. Was sollen wir? Ach, Autopilot, wo ist der? Da links. Ah, ich freue mich auf die neuen Vulcans, Alter. Die erstmal so auf Level 12 oder so sind. Da wird's richtig lustig. So, Asteroid 4. Ach, wollen wir noch mehr Asteroiden sammeln? Okay. Da es beim Asteroid 3 ja so wunderbar geklappt hat. So, scan. Scan complete. The object. So, weiter zu Asteroid 5. No unusual data found. Sehr spannend die Mission bisher. Hier ist Asteroid 5, explodiert einfach mal alles. Könnte ich mir gut vorstellen. Genau wissen tue ich es nicht, bei der Beta war schon nach Asteroid 3 Schluss. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum keine Zwischensequenz kommt. Vielleicht kommt die ja jetzt, man weiß es nicht. Excellent. Set off an EMP right next to the asteroid. Ice or no ice? The pulse should deactivate the object for a while and allow you to salvage it without any problems. You'll just have to get out of the ice somehow. Ach da. Ich dachte, ich muss die jetzt aus dem Inventar irgendwie raus benutzen. Funktioniert das nicht? Warte, vielleicht mal Tempomat ein bisschen runterstellen. So. Ah, das braucht aber lange. Und bricht ständig ab, kurioserweise. Na, jetzt haben wir es doch geschafft. Something strange is going on out there. I'm getting some really crazy readings. It can't be anything to do with the electromagnetic pulse. It looks like the whole Nimbus is charging up. Ja, ja, Junge, als ob ich sie Feuer gewusst hätte. Ach, das Ding müssen wir mitnehmen. Okay. Wo ist der Teiltransporter? Ach, da. Nehmen wir dieses Alien-Viech mit und verschwinden. Und Kai, was machst du gerade? Rüste auf. Richtig so. Vielleicht noch irgendwo noch eine zweite Plasma-Organ? Hm. Fällt sie dir? Die ich dir gegeben habe? Keine Ahnung. Aber so. Das sieht besser aus, wenn du zwei hast. Ich weiß immer mit einer geflogen. Aber recht hast du schon. Ach komm, ich wollte heute hit euch doch eh alle. Tot. One hittest du. Ich nehme euch mit, ich nehme mit euch allen auf, ey. Ich kill die jetzt alle, pass mal auf. Tschüss.
sehen, wie viele da noch kommen. Oh, dann langsam mehr. Oh, auch Zeit auch noch. Puh, sagt mir das keiner. Sie. 11 Sekunden. 8. 6. 5. Das wird knapp, das wird knapp, das wird epic knapp. 3. 2. Geschafft. Komm, ich hab's geschafft. Komm, wir jetzt wohl geschafft haben. Komm, ich werde es ja wohl geschafft haben. Ja, ich hab's geschafft. User joined your channel. Hallo? Wen dürfen wir begrüßen? Warte, ich schau fix im TS. Obwohl, dann sieht man die Zwischensequenz nicht so schön. Max! Bitte! Du weißt, ob du hier bist. Weil er nachgeschaut hat. Sei einfach! Hintergrund ausmachen im Gegensatz. Nein, der Raum unten, wer ich bin. Hallo Leute, wir können Max begrüßen. Ja, irgendwie und jetzt explodiert das nächste Ding. Irgendwie explodiert immer alles hier in diesem Spiel. Das ist das Tolle dran. Das Genialste ist, ich bin dran schuld. Yay. So, was machen wir? Erstmal die Quest abgeben. Aber Kai, du guckst doch immer, ja, immer nach, ob Anime jetzt geupdatet wurden, ne?